Wasser. Guten Tag. Prominenz. Ja. Ist ja auch mal selten. Ja, selten, aber ab und zu muss man auch mal Bus fahren in Dortmund. Ja. Ich kenne Sie ja nur von viel von der Stimme. Ich habe früher auch gerne Formel 1 geguckt. Ist auch ein bisschen weniger geworden, weil eine Zeit lang war das, wenn ich das jetzt mal so ehrlich sagen darf, ein bisschen träge, langweilig. In Deutschland ist das so, dass sich alles immer an Michael Schumacher orientiert hat. Okay. Und das waren die großen Jahre. Und alle erzählen mir seitdem immer, ja, jetzt wo Schumi nicht mehr fährt, ist es ja nicht mehr spannend. Und dann sage ich den meisten Leuten dann, überleg doch mal, als der Michael Weltmeister geworden ist, wie oft und wie klar der gewonnen hat. Da gab es Rennen, wo der alle überrundet hat, bis auf den anderen Ferrari. Oh, kein Moment, nein, jetzt. Das ist unser Alltag hier. Ja, das ist, ich sag mal, bei einem Bus ist es immer, ist es ärgerlich, wenn man irgendwo nicht durchkommt. Aber wenn ein Krankenwagen nicht durchkommt oder ein Rettungswagen, dann ist es halt lebensgefährlich. Ne? Ich bin ja auch mit Leib und Seele Dortmunder, bin ja auch nie weggezogen. Also RTL hat, als sie mich damals eingekauft haben, 1992 mir angeboten, wir zahlen den Umzug nach Köln. Und ich habe gesagt, was soll ich in der Stadt, wo man zum Käsebrötchen halber ansagt? Und ich bin nicht gewohnt, gegen den Abstieg oder in der zweiten Liga zu spielen. Ich mache ja jetzt auch wieder Fußball. Ich habe ja jetzt, da die Formel 1 ja nicht mehr da ist oder nicht mehr so präsent für mich, Europa League und Euro Conference League und sowas alles. Ja. Da muss man sich ja Namen merken, Nummern merken wahrscheinlich und alles. Und war das von Anfang an für Sie kein Problem? Oder? Ich sag mal, wenn wir hier unsere Linien lernen, das ist ja auch so. Da gibt es ja, ja. Leute, die müssen fünfmal die Route fahren. Ich habe zum Beispiel jetzt keine große Probleme, mir sowas zu merken wie Wege. Mhm. Dafür habe ich Probleme mit Namen. Ja, früher musste man auch noch die Haltestellen ansagen, oder nicht? Also ja, früher mussten die das, aber das ist ja auch alles Gott sei Dank digital. Ich bin mit einem 43er zur Schule gefahren aus Kirchhörde oder aus der Bittermark. Also okay. Der kam von der Schanze und ich bin immer an der Kirchhörder Straße eingestiegen und dann in Brünninghausen umgestiegen, weil ich in Hörde zur Schule gegangen bin. Also durch und durch Dortmunder Junge. Ja, und die Gelenkbusse halt, ne? Diese klassischen Dinge, die man damals machen musste. Freihändig auf der, wie hieß die Platte hinten, wo es sich dreht, da musste man dann immer auf der Gelenkplatte stehen, ja. Ne? Das war immer wichtig. Ich bin nicht aus Dortmund weggezogen, weil ich halt mit dem Schlag Menschen hier gut klarkam. Ja. Weil ja, ich einfach mag, dass man mir relativ schnell und relativ direkt sagt, wenn man jemanden mag oder eben auch nicht mag. Jetzt müssen wir eigentlich über den Borsigplatz reden, ne? Wenn wir hier rumfahren. Der Borsigplatz, ja, das ist sowieso. Ja, es ist, also ich fahre, ich sag mal so, ne? Also viele Kollegen mögen den Borsigplatz nicht, so zu fahren. Aber es ist natürlich Kult. Das ist einfach. Ist Kult, genau. Wenn man hier fährt, dann erlebt man viel hier, ne? Wenn du so Kollege. Ich hab auch eine Rennlizenz gehabt, jahrelang. Selber bin gefahren? Ich bin auch selbst Rennen gefahren. Ja. Ach, cool. Ich bin immer der Meinung, man muss das, worüber man redet, zumindest wirklich ein bisschen kennen. Also ja. Wir sind im Rahmen der DTM gefahren, da waren 50.000 Zuschauer bei dem Rennen, wo ich gefahren bin. Und ich hatte natürlich eine Heidenangst, mich zu blamieren, weil das ist ja furchtbar, wenn du als RTL-Formel-1-Kommentator dann in so einem Auto sitzt und wirkst die Kiste ab. Gehen Sie denn jetzt gerne laufen in Dortmund? Für mich ist so, Bittermark ist ein Rückzugsort, wenn ich von der Formel 1 nach Hause komme. Also wenn ich aus dieser hektischen Welt und aus Flugzeugen und wirklich einem turbulenten Wochenende dann meine Hunde nehmen, an die Leine, ab in die Bittermark, Handy aus und dann wirklich mal eine Stunde durchatmen oder so, ja. das ist schon ganz schön. Ja, da kommen wir gleich vorbei an der Bittermark, dann könnten wir da vielleicht mal gleich halten oder so. Immer gerne. Es gibt ja auch eine Formel E, ne? Ja. Schon mal kommentiert oder ist das wieder eine ganz andere Abteilung? Nee, ich habe es noch nicht kommentiert. Ich war ein paar Mal da. Ich habe auch schon eine Veranstaltung moderiert im Umfeld der Formel E. Mhm. Aber ich bin, was Formel E angeht, kein großer Fan. Also die fahren mit E-Autos, ja. Aber um die zu befeuern.
um die Batterien zu laden, müssen sie mal bis Fahrerlager der Formel E gehen. Da haben sie Riesengeneratoren, Dieselgeneratoren, die den ganzen Tag laufen. Wie sehen Sie das denn jetzt in Dortmund als Beispiel? Weil wir kriegen ja eine ganze Menge an E-Bussen. Wir sind ja gerade am Umbauen bei uns im Betriebshof. Natürlich glaube ich, dass auf lange Sicht es bei so großen Sachen wie einem Bus extrem viel Sinn macht. Und ja. Es muss halt alles zusammenpassen. Es nutzt mir nichts, glaube ich, wenn wir ein paar E-Busse haben und nicht die entsprechenden Verkehrssituationen dafür. Also ja. Es gibt ja so Städte wie Oslo in Norwegen, wo dann halt bestimmte Spuren für E-Fahrzeuge und für öffentlichen Verkehr frei sind und für alle anderen gesperrt sind. Sowas finde ich sinnvoll. Also ich fahre auch Brötchen holen mit dem Fahrrad oder wie gesagt viel mit dem E-Auto von meiner Frau oder eben überleg mir dreimal, was kann ich denn kombinieren. Ich bin also hundertprozentig dafür, dass wir alle mit den Ressourcen haushalten müssen.